Ich bin die Angelika Erdl. Was mache ich? Ich bin Gärtnerin. Wir starten jetzt gerade, Christian, du wartest wahrscheinlich, einen Gemüsebaubetrieb nächstes Jahr auf der alten Gärtnereifläche. Ich bin Landschaftsplanerin, Gartengestalterin, bin seit 20 Jahren im ORF zu sehen, in Studio 2 und in Steiermark heute und habe 3 Bücher geschrieben über Böden, über Bio im Garten und über Kräuter im Garten. Nur so ein bisschen was zu mir. Dass ihr das wisst, ich sitze in Graz und freue mich sehr, dass ich euch da durchbegleiten darf und dass ich ganz wunderbare Leute habe, mit denen ich heute ein Gespräch führen darf. Wunderbar, Georg, du hast mich da hergeholt. Ich bitte dich jetzt einmal als Erster über die Ökonomie der Menschlichkeit ein bisschen was zu erzählen, damit wir einen Einblick haben. Und nachher starten wir quasi in diese Gespräche, was ich vorab sagen möchte. Es ist quasi dieser Wegbereiter, es ist die erste Veranstaltung. Es geht darum, euch zu inspirieren, euch, ich sag mal, auch mitzureißen, weil es ist so wichtig, dass wir Informationen weitergeben. Und es stellen sich gerade auf dieser Plattform Menschen zur Verfügung, die Völler gemacht haben, die einen Dickschädel haben, einen Klassen, und ich sage, ich ziehe etwas durch. Ja? Und wir brauchen genau solche Leute, die einfach sagen, passt, ich gehe diesen Weg, ich gehe Bio oder ich gehe einfach irgendwie was wirklich Nachhaltiges. Ich lasse die Natur mehr zu mir rein und schaue, dass ich etwas für meine, ich sage mal, das strapazierte Wort Enkeltauglichkeit, aber einfach für jetzt, für die Natur, für das Jetzt mache und einfach ein bisschen umdenke und versuche zu denken, okay, dieses System, was es da jetzt gibt, gut, es gibt auch andere Systeme, das heißt im Sinne von, dass wir weiterdenken und uns an die zweite Stelle des Lebens setzen, so wie der Bosco gesagt hat, und die Dinge hinterfragen, wie wir sie tun und was wir tun. Und in diesem Sinne gibt es die Ökonomie der Menschlichkeit. Georg Dickruber, ein paar Worte dazu und freue mich, dass du da bist. Angelika, danke, danke, deine Power, die berührt auch über online. Ich habe dich ja kennenlernen dürfen, wo du sensationell moderiert hast bei einer Veranstaltung. Schön, dass du mitwirkst, ich weiß, der Zeitthema und all die Sachen. Für mich das Schöne als Impulsgeber und Initiator ist, dass so viele Ja kommen. Das heißt auch mit Botschaftern, mit diversen Unternehmen, es spürt sich einfach gut an und ich glaube, wir können gemeinsam von unten wirklich was erreichen, dass wir signifikant was schaffen. Wir sind ja Allianz zur Verbreitung eines ganzheitlichen Bewusstseins, wie wir sagen, für Wirtschaft, Gesellschaft und Natur. Das ist jetzt sehr sperrig. Was ist das? Wie setzt man das um, Wirtschaft, Gesellschaft, Natur zusammenzubringen? Wir nennen uns als Allianz bewusst gemeinsam leben und das ist auch das Programm. Und jetzt war lang die Überlegung, wie schaffen wir bewusst gemeinsames Leben in der Gesellschaft? Und wir haben 2017 als Geburtshelfer den Gerald Hüther gehabt, ein bekannter Gehirnforscher. Und der hat gesagt, er ist Jahrzehnte unterwegs und er ist zutiefst überzeugt, der Wandel wird nur über die Wirtschaft funktionieren, denn die Wirtschaft muss sich neu erfinden. Da muss permanente Weiterentwicklung da sein. Du musst resilient sein. Das sind so viele Dinge. Und jetzt, vielleicht in der Zeit, sind wir noch mehr gefordert. Und dann haben wir versucht, Kooperationen zu schaffen, aber letztlich war der Punkt dann der, Alfred Striegel kennen wahrscheinlich einige, wir haben Mentoren und dann haben wir uns austauscht und gesagt, wir brauchen ein eigenes Gefäß und dieses Gefäß ist die Ökonomie der Menschlichkeit. Und das Wort Menschlichkeit ist uns so wichtig, weil es letztlich darum geht, das Geld muss den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Und mit dem Ansatz macht es große Freude und da sind wir auch sicher, dass wir die Gesellschaft damit erreichen. Und wenn ich jetzt eine halbe Minute kriege, Angelika, dann hätte ich noch ganz gern unsere Transformationslandkarte eingeblendet, denn über die bin ich ganz, ganz dankbar. Da fehlt im Westen jetzt noch Vornburger, Wolfgang Sieler, das Logo Grimmenau fügen wir dann gleich ein. Wir sind ganz dankbar, Westen ist für unser Schatz, Vorarlberg, Ländle, vielen Bereichen voraus. Wir haben 3 Ebenen. Einerseits einmal die Unternehmer, wie im Luftburg, Adamer, Wolf etc. Und das sind sehr für aus dem Bereich Lebensmittel, weil wir letztes Jahr ein Manifest in die Welt gesetzt haben und gesagt, unser Fokus ist wirtschaftlich, Regionalentwicklung, Lebensmittel, Energie, Rückbesinnung, Natur. Und so bauen sie ja vorrangig die Partner auf. Die 2. Ebene sind Mentoren, Wertebotschafter, also Menschen, die als vorbildlich wirken in der Gesellschaft, die uns auch unterstützen. Da gibt es ab 24. Juli Impulse für mehr Menschlichkeit. Und das 3., das ist sehr jung, das sind Gemeinden. Wir haben 2000 Gemeinden und von diesen 2000 Gemeinden wird es einige wenige geben, bald eine in Niederösterreich. Die sind Vorbildzellen, das heißt, alles, was wir da vorhaben über die Ökonomie der Menschlichkeit im Großen und im Kleinen, ist es dann sichtbar über die Gemeinden. Das heißt,
dieses Zwischenmenschliche anders zu handeln, anders zu wirtschaften, den Mensch zu sehen und nicht nur das Objekt. Das wird einfach entsprechend einen Sog erzeugen und da gingen wir davon aus, dass die weiteren Gemeinden inspiriert. Wir haben zum Beispiel den Helmut Mödelhammer als einen unserer Mentoren dabei, der uns da unterstützt. Also wir haben viel Basisarbeit geleistet über die letzten Jahre und jetzt ist die Zeit da, dass das Gefäß steht und dass die Impulse weitergegeben werden. Und der erste ist jetzt Elisabeth Kollerick mit dem Hermann zusammen, wo es um das Thema Bio in der Gastro ganz ein wichtiges Thema geht. Und da auch danke dem Gerhard Zubeck, dass da gleich der Kontakt zu Angelika da war und die Angelika gleich ja gesagt hat, das ist einfach schön, das ist ein Fluss und wir wollen letztlich mehr Erfolg mit weniger Aufwand und nicht zusätzliche Netzwerke, sondern wirklich, dass man jetzt, dass es leichter wird. Wir haben im Manifest stehen, Leichtigkeit, Freude und Vertrauen zu leben, würde jetzt zu weit führen, aber da sind alle eingeladen oder die meisten unserer Wegbereiter, Mentoren haben das schon unterschrieben, wo wir echt sagen, wir haben wirklich was vor und werden die Gesellschaft erreichen und das Leben ist einfach leicht, schön, gut. Liebe Angelika, danke, danke und euch allen, dass ich da kurz einen langen Impuls geben durfte. Wunderbar, Georg. Vielen herzlichen Dank. Das ist ganz wichtig, dass du den Start machst, weil das ist ja, das Manifest ist wichtig und wir sind ja deswegen da, weil wir wissen ein bisschen, was dahinter steht und deswegen klinken wir uns da ja ein und das geht ja ein Sog und eine Welle davon aus, die ja ganz relevant ist. Und so wie du sagst, diese Veranstaltung ist da, dass wir euch inspirieren, dass wir euch mitreißen, dass wir vielleicht auch Themen oder Fehler ansprechen, die ihr vielleicht nicht mehr machen müsst. Und ich bitte euch auch, wenn ihr Fragen habt, schreibt das in den Chat rein. Ihr kriegt es dann, diese Fragen von euch zugesandt und das können wir noch im Anschluss quasi machen. Das heißt, jetzt starte ich mal dann mit der Elisabeth, dann kommt eben der Wolfgang, dann der Hermann und dann gibt es noch so eine kleine Fragerunde von euch. Und wie gesagt, wir möchten euch inspirieren und einfach mitziehen. Und deswegen ist es jetzt ganz fein, Elisabeth, du bist eine, die Bombe ist. Ja? Ich habe gerade früher gefragt, also wir haben uns ja vor ein paar Wochen abgestimmt und die Elisabeth Kollerick ist von der Luftburg in Wien und die hat Bio, Bier und Biostelzen und die hat es gemacht, die hat es durchgezogen mit allen Hürden ihres Lebens und jetzt hat sie 950 Plätze und Indoor auch nochmal 200 bis 300, also da geht jetzt gerade die Post ab, weil die Leute wollen auch feiern und sie wollen wieder genießen und sie wollen Gutes quasi genießen und Elisabeth, von deinem Werdegang her, sag mal kurz, wann war dieser Impuls wirklich Bio zu machen? Du bist eine starke Persönlichkeit, du hast einen Dickschädel, wie hast du den durchgesetzt? Naja, da ist, wenn man sagt, man hat eine Vision, man kommt irgendwann einmal drauf, dass man glaubt, das ist eigentlich eh alles Bio und alles Natur. Ne? Also wenn ein Gemüse irgendwo wächst oder irgendein Getränk ist, das kann ja gar nicht anders sein, bis man dann drauf kommt, dass eigentlich Tiere nicht so gehalten werden, wie es eigentlich normal ist oder wie es im Märchenbuch irgendwo drinnen steht, wo du schönen den Bauernhof siehst. Das sind als Kindheit Erinnerungen praktisch jetzt Erinnerungen, kann man sagen, die dann halt auch irgendwo geprägt hat und dann kommt man drauf. Also es gibt einen Unterschied zwischen Gemüse und Fleisch. Das eine ist so und das andere so, aber du kannst das nicht erkennen. Und dann war schon der Weg, den habe ich schon vor 20 Jahren so auch eingeschlagen, aber nicht jetzt mit Zertifizierung, sondern bei einem Bauern auch gefragt oder damals beim Kartol, der damals schon Bio gemacht hat. Aber von Zertifizierung muss ich sagen, habe ich auch noch nicht so die Ahnung gehabt. Aber da habe ich gewusst, das schmeckt anders und das ist auch anders. Und dann setzt man sich halt, und nachdem man dann selbstständig auch war, habe ich mir gedacht, irgendwann würde ich das also haben, dass nicht nur ich weiß, dass das gut ist, sondern es gibt auch eine Stelle, die das zertifiziert. Und das war natürlich die Erleichterung dazu, dass die anderen auch wissen, dass das was Besseres ist. Sagt man nicht, dass das anders schlecht ist, ja, aber es ist besser für das ganze Universum. Also man muss es im Gesamten sehen. Wann hast du die Zertifizierung erst kürzlich bekommen? Welche Hürden hattest du da? Oder was war für dich so irgendwie, wo du sagst, hey, das ist jetzt ein bisschen schwierig, das hätte ich mir gar nicht gedacht, dass es schwierig ist. Und also die erste Hürde war, dass jeder gesagt hat, das Zertifizieren ist teuer. Naja, aber doch, das wirst du wohl leisten noch kennen. Nicht? Also ich habe das, bis ich dann rausgefunden habe, dass es im Wiener Bereich gar nichts mehr kostet, sondern dass es gefördert wird und dass du sogar eine Unterstützung und Beratung über die Wirtschaftskammer, über die Stadt Wien hat. Dann ist es leicht gewesen. Aber davor im Kopf eigentlich dieser Gedanke, dass du glaubst, das wird jetzt teurer, das ist kompliziert, das ist schwierig. Die Teilzertifizierung war ein bisschen eine Herausforderung, weil da haben wir schauen müssen, was ist was. Aber auf 100% auf Bio umzusteuern, war hervorragend. Und wir haben das im heutigen Jahr auch mit dem kompletten Getränkesektor
geschafft haben, muss ich sagen, ist ein, für mich ist es selbstverständlich, wir vergessen manchmal sogar das Logo dann noch drauf, dass das alles Bio ist, weil ich nicht mehr anders denken kann. Ich lerne nicht mehr woanders essen. Wir haben damals schon immer nur Bio gekauft, aber es war nicht so einfach herauszufiltern, was ist jetzt Bio, was ist nicht Bio. Ne? Wie nehmen das denn deine Kunden auf? Registrieren die das? Wird das eine Wertschätzung gegeben? Weil es muss ja auch, dieses Bio muss ja rechnen. Ja? Wir reden ja immer von Ökonomie der Menschlichkeit und das muss natürlich sich auch wirtschaftlich rechnen. Und wie siehst du das? Nehmen das die Kunden an? War das eine Hürde für die Kunden auch, vielleicht eventuell mehr zu zahlen, und sehen sie es auch? Naja, das mehr zu zahlen, also wenn du hohe Qualität anbietest, dann kannst du schon einen gewissen Preis dafür verlangen. Und dann ist auch niemand, der jetzt negativ dazu sagt, sondern sagt, das hat ja noch geschmeckt, und das geht dann gar nicht gegen einen Preis mehr. Also der Preis, was es kostet, wenn sie wissen, das ist was Gutes, sind sehr viele Menschen schon, die sagen, das mache ich ganz einfach, weil sie vom Gewissen her dann gern den Beitrag leisten. Also wir sind vielleicht eine Spur teurer geworden, teurer sind die Mitarbeiter geworden, das muss man dann mit einberechnen, aber von den Lebensmitteln her hast du ein reineres Gewissen und du fühlst dich ganz einfach wohler, und das Wohlfühlen kannst du eigentlich nicht zahlen. Ne? Also interessant, ja. Dass die, was bei uns ja in der Wirtschaft, wenn man sagt, meine Güte, man muss zahlen und Bilanzen, und du redest vom Gefühl. Unternehmer reden plötzlich vom Gefühl. Liebe Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wissen alle, dass dieses Wort natürlich in der Wirtschaft so ein bisschen, was sagt dir dein Gefühl? Ne? Und du redest davon, und das ist ein gutes Gefühl, und das zeigt sie auch offensichtlich in deiner Bilanz wieder, und das läuft sozusagen, weil du hast ja auch große Mengen, Elisabeth. Es ist ja nicht nur, dass man sagt, man geht jetzt irgendwie bio-regional einkaufen oder sowas, sondern hattest du auch Probleme, oder hat es Probleme gegeben in der Anschaffung? Weil das ja, die Probleme in der Anschaffung, also da musst du im Kopf auf umdenken. Also wir sind so in einer Größenordnung, wo ich einen Einkauf auch habe. Und wenn ich dir jetzt sage, wir hätten gerne einen Rettich und wir brauchen so und so viel Kilo, dann hast du im ersten Moment, na, das gibt's nicht. Ja? Sage ich, ja, heute gibt es das nicht. Aber die müssen wissen, wir hätten es gern, und dann gibt es das nachher. Weil dann setzt der Bauer halt mehr ein, weil er weiß, dass es verkauft. Also die umgekehrte Form, dass du sagst, das hätte ich gern. Ja. Ich kann, wenn ich im Winter sage, ich möchte das Sommergewand haben, dann sagen viele, habe ich nicht. Aber wenn du das im Sommer sagst, dass die Winter auch das Gewand haben müssen, dann werden sie das auf Zeiten lenken oder sie werden es für dich produzieren. Das heißt, du arbeitest sehr eng mit deinen Lieferanten zusammen, und das, also das läuft. Das heißt, eng, sehr weitmaschig kann man sagen, ich lasse das auch frei. Man denkt sich, man wünscht sich, und es passiert dann. Nicht? Sie machen das. Also, weil du sagst, in der Gastronomie ist das Wohlfühlen ist eigentlich das Wichtigste. Weil heute kannst du im Internet schauen, da kriegst du ein Hotel dort und den Preis. Geh ich noch einen Preis oder schaue ich dann eigentlich, das ist ruhig, das gefällt mir, und das ist Vollpension oder nicht Vollpension, da sind Kinder willkommen oder nicht willkommen. Das fühlt sich ja dann für mich oder für die Person dann an. Und wenn einer zu uns kommt, dann hat er eine gewisse Vorstellung, was er gerne hätte. Und wenn er das fühlt, dass wir das erfüllen können, ist es eigentlich selbstverständlich, dass das Essen dann sehr gut sein muss. Ne? Und das erwartet er schon. Aber er fühlt sich bei uns wohl. Und die Frage, hat alles gepasst? Haben sie sich wohl gefühlt? Ne? Dann kommt keiner und sagt, das war mir zu teuer. Ja? Wenn er mal sagt, das war zu teuer, dann fühle ich mich nicht wohl. Das kann er mir nicht antun. Nein, es geht ums Gefühl. Ja. Es geht generell im ganzen Leben ums Gefühl. Das ist ja ganz interessant, ne? Das ist ja in der Wirtschaft, das Gefühl so einzubauen, ist ja nicht üblich. Es sollte wieder üblich werden, weil im Endeffekt entscheidet das Herz und das Bauchgefühl, was wir tun, wie wir es tun und mit welchen Menschen wir uns umgeben und welche, wie wir quasi so handeln und tun. Was hat bei dir ausgelöst, Elisabeth, wie du jetzt diese Zertifizierung bekommen hast? Das ist ja auch eine große Vision, auch ein großes Ziel von dir gewesen. Das Ziel, das ist gekommen. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mir das nicht einmal so die Grenze da hingesetzt, sondern es kam, wie gesagt, einer der großen Herausforderungen war natürlich im Schweinefleischbereich, die große Menge an den Stelzen und Spare-Ribs, die wir brauchen. Und das kam dann auch, weil das wäre ein Hindernis gewesen, weil die Gäste sich nicht wohlfühlen würden, wenn sie keine Stelze bei uns bekommen. Also das hängt wieder mit dem Wohlfühlen zusammen. Dann haben wir gedacht, naja, wenn man nicht so viel Menge zusammenkriegen, dann ist halt reduziert. Dann musst du das vorbestellen, und was du Glück hast, hast heute eine, und morgen musst du halt auf morgen wieder warten. Und dann haben wir das Glück gehabt mit der Vornburger Brauerei, dass dann uns
herangetragen worden ist, dass es ein Bio-Bier auch in unserer Menge, die wir brauchen, gibt. Weil es hat viele kleine Brauereien gegeben. Ja, aber wir brauchen einen Hauptlieferanten praktisch, der das abdeckt. Und muss ich auch dazu sagen, das Bier hat es ja damals noch nicht im Fass gegeben, also wir haben es in der Flasche kosten können. Aber da habe ich das, ich habe die Flaschen gesehen, das hat sich gut angefühlt, ich habe es dann nicht mehr gekostet. Und das muss schon gut sein, das kann gar nicht anders sein. Und das war auch so. Ja. Also da gab es gar keine, und ich wusste, können die Menge liefern, nachher damit. Ja. Und alles andere hat sich dann gefügt. Das hat dann mein Sohn schon gemacht, muss ich sagen. Und ich habe keine Arbeit mehr gehabt. Ich kann das heute genießen. Und viel, es hat ein paar gegeben, die gesagt haben, naja, ihr habt jetzt, was ich, Familientradition mit Cholerik und das kann ja nicht sein, dass ihr Kaputtweiser habt. Ja, und es gibt ganz, also manche sagen dann, aha, habt ihr Kaputtweiser, aber es gibt keine, dass einer was sagt, sie sagen, okay. Gegner, das Bier schmeckt hervorragend. Und das ist auch hervorragend. Das ist eine fantastische Überleitung, Elisabeth. Ja. Jetzt eine Abschlussanmerkung noch von deiner Seite. Wenn du so ein bisschen auf deine letzten 20 Jahre zurückblickst, was möchtest du unseren Gästen weitergeben? Einfach einen Impuls oder dass sie den und den Fehler nicht machen dürfen oder dort und dort müssen sie ansetzen? So einen Punkt, wo du sagst, das war halt wichtig, damit das Gefühl dann passt. Ja, also das ist für mich dann auch immer, wenn ich irgendwo eine Entscheidung treffen soll und man weiß es nicht, ja oder nein, da schwankt man so dazwischen. Und dann kann ich nur sagen, wie fühlt sich das an? Und dann ist es, wenn ich noch kein Ja dazu geben kann, dann kann ich nur sagen, es fühlt sich unsicher an. Ja? Dann kann ich mir keine Entscheidung treffen. Und das ist eigentlich der Bereich, wenn eine Unsicherheit da ist, dann kann man das Wissen sich holen. Und dann weiß man, ob es richtig oder nicht richtig ist. Oder, dass ein anderer jetzt sagt, das ist richtig oder nicht richtig, es funktioniert nicht ganz. Du musst wissen, das ist genau richtig und dann mache ich das. Es fühlt sich, man spürt es auch. Und wenn man in dieses Gefühl reinkommt, das ist das Schönste, was es im Leben gibt. Ja. Das ist ein super Start, Elisabeth. Vielen Dank. Also für dich ist wirklich, liebe Gäste, zusammengefasst, die Frau ist eine Bombe, die hat eine Vision, die verfolgt. Die schaut das fast nicht einmal an der Bilanz an, sondern sagt, das fühlt sich gut an. Ja. Dann fühlen sich die Zahlen und dein Sohn, es hat offensichtlich, ist das Ganze übernommen worden. Plus, rechecks euer Gefühl. Was mache ich, was ist meine Vision, wo will ich hin und dann dusch. Ja? Das ist so irgendwie eine ganz, glaube ich, eine wichtige Geschichte mit einem ganzen hohen Wertekonzert. Ich sage mal, das ist ja das ganze Leben ist ja orchestert und dieses Orchester muss dann auch gut klingen. Vielen lieben Dank, Elisabeth. Dankeschön. Jetzt habe ich eine wunderbare Überleitung natürlich zum Wolfgang aus dem Ländle. Lieber Wolfgang, Elisabeth hat angekündigt, sie hat sich etwas gewünscht, diese große Visionärin, und plötzlich ruft einer aus Vorarlberg und sagt, ich habe Bio-Bier. Ja, da muss ich natürlich ansetzen, natürlich ist das Gefühl schön, wir würden es gern auch kosten, wir hoffen auch bald. Lieber Wolfgang, wie bist du zu Elisabeth gekommen und wie hast du gespürt, dass sie die Mengen braucht? Ja, also vorweg mal Hallo an alle. Es freut mich riesig. Und Elisabeth, wenn ihr mal jemanden im Außendienst braucht, ich komme gerne auf dich zurück. Es freut mich riesig, dass das Bier so gut ankommt. Wir haben vor 4 Jahren ein Pilotprojekt gestartet in Vorarlberg. Da hat man bisher noch nie Braugerste angebaut. Und das wollten wir dann gleich in Bioqualität. Und haben dann einige Flächen einfach mal ausgesucht und probeweise gestartet. Und das hat sehr gut funktioniert und haben jetzt permanent ausgebaut und haben Gott sei Dank diese Mengen zur Verfügung und werden jetzt aber natürlich diese Anbauflächen verdoppeln. Also wir werden jetzt mit nächster Aussaat im Oktober, es gibt Wintergerste, werden wir die Flächen verdoppeln, weil die Anfragen einfach riesig sind. Und da hilft uns natürlich die Luftburg unheimlich, auch das ganze Medieninteresse, was es durch das gegeben hat. Das ist natürlich wunderbar, das heißt, du hast es gemerkt und du siehst jetzt auch, wenn man als Erzeuger ist, ne? Wir sind ja irgendwie alle an der Kette und es geht ja auch auf dieser Plattform wirklich uns zusammenzuschließen, größere Plattformen zu bilden, Wissen auszutauschen und natürlich auch Erzeuger oder Produzenten miteinander zu verbinden, dass sie vielleicht Allianzen oder Gemeinschaften bilden. Das heißt, du merkst total jetzt den Zug durch diese ganze mediale Geschichte, auch von der Elisabeth natürlich, die Luftburg ist eine große, ist unfassbar. Ja? Es ist ja, darf ich das dazu sagen, Elisabeth, es ist ja der größte Biozertifizierte Betrieb in? Auf der Welt. Welt.
Ja. Nicht Europa. Gut, dass nein, ich das jetzt nein, nicht gesagt habe. Nein, das müsst ihr euch ja mal vorstellen, liebe Gäste. Ja? Die Frau ist, ja gut, wissen wir jetzt eh schon, dass sie die Bombe ist. Super, das heißt, Wolfgang, zu dir zurück. Du merkst, da ist jetzt ein Zug drauf und das ist the right way, oder? Ja, na, das war natürlich in Vorarlberg auch sehr stark in den Medien, weil das so einen Abschluss macht man nicht, leider nicht jede Woche. Aber das entwickelt sich ganz super. Was ich gerne bestätigen möchte, was die Elisabeth gesagt hat, diese Teilzertifizierung, das war für uns als Produktionsbetrieb natürlich auch unheimlich schwierig und ist sehr aufwendig und auch jetzt im Betrieb sehr aufwendig. Da schauen Sie schon sehr genau hin, was ich richtig finde und was gut ist. Aber das ist schon ein Part, wo uns eher in die Richtung motiviert, mehr Richtung Bio und eventuell vielleicht einmal komplett in die Richtung zu denken. Also ihr seid teilzertifiziert, das heißt, einen Teil macht es ja Bio-Qualität. Und wir produzieren nicht nur Bio-Bier, ja. Das ist auch von den Mengen in Vorarlberg, jetzt wäre es gar nicht möglich. Im Moment sowieso nicht, auch wenn wir es auch ausbauen würden. Die nächsten Jahre wird nicht die volle Menge möglich sein. Nichtsdestotrotz überlegen wir, ob wir nicht grundsätzlich trotzdem die ganze Brauerei auf Bio umstellen sollen. Und das ist dann doch, die Brauerei Vormburg ist jetzt nicht so klein, also da bewegt sich dann schon einiges. Also das ist schon größer. Eben. Der Georg hat sich kurz eingeklinkt und hat mir schon im Vorfeld... Der ist total begeistert von dir, wie du denkst, wie du tust in deiner Geschwindigkeit. Georg, du möchtest was dazu sagen. Ja, ich habe ja gesagt, wenn Wolfgang einen Fanclub macht, bin ich dabei. Ich war wirklich sehr, sehr angetan und berührt, weil oft wird zerredet und schwierig und Hürden und was nicht alles zu berücksichtigen wäre. Und dann bleibt nicht mehr viel über, weil Wolfgang im Hintergrund ja im Ländle auch noch viel macht, Startups unterstützt, Bio-Limonade, das sind viele Dinge wesentlich. Und uns ist ja ganz wichtig, sind die 150.000 Bauern. Dass man die würdigt, dass man die wieder wertschätzt. Und ich spüre einfach, da wird der Kreislauf geschöpft. Denn eine Herausforderung haben wir schon gehabt, wenn ich das auch ganz offen sagen darf. Vormburger ist ja bei der Brauunion dabei. Und da haben wir im ersten Moment schon gesagt, ja, Aktionäre im Hintergrund. Und wir haben einen Familienrat, 4 Unternehmer, mit denen haben wir austauscht. Und die waren alle dafür, nicht nur dafür, haben gesagt, bitte, das ist eine ganz große Chance, weil das ein Ermögliche ist, etwas auch zu tun, was Vormburger allein nicht machen könnte. Und das sehen wir, dass das ganz, ganz wichtig ist, nicht gleich dogmatisch hineinzugehen, sondern sehr genau zu schauen und vor allem auch, in welche Richtung schaue ich, siege die Chance oder siege die Hürde. Und Wolfgang, vielen, vielen Dank für dein Ja und ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit. Ja, kann ich nur zurückgeben. Es war ein sehr tolles Treffen, das wir zwar gehabt haben und bin motiviert. Super. Meine Herren, ihr seid euch einig, das ist gut. So, wir haben die ersten Impulse, liebe Gäste. Wir freuen uns jetzt her, ihr könnt auch dazwischen Fragen stellen. Ihr braucht das nur reinschreiben in den Chat, das ist gut. Achso, ihr müsst natürlich auf mein Handy schauen, ob ihr welche Fragen kriegt. Das ist natürlich auch gut, weil ich kriege die auf mein WhatsApp. Ich habe noch nichts da, dann gehen wir weiter. Liebe Herrschaften, ich darf euch den nächsten Pionier vorstellen. Und zwar, der kommt jetzt aus der oberen Gegend, das ist der Hermann Rosenstatter. Und Hermann, wir freuen uns riesig, dass du dabei bist. Du bist auch einer, der Wissen weitergibt, der transformiert. Der Georg, oder wie wir geredet haben, merke ich auch, der tut einfach. Ja, da gibt es jetzt nicht dieses Glas ist halb leer, sondern es ist immer halb voll. Ja, egal, was passiert. Und da ziehen alle mit. Und das Schönste, was du vorhin zum Eingang auch früher gesagt hast, dass dein Vater geht einfach durch den Betrieb. Der braucht sich nicht die Bilanz anschauen, sondern der sagt, ich sehe, dass es gut läuft. Ja? Und das hat auch mit Gefühl zu tun. Ja? Interessant, dass die ältere Generation, die spüren das halt danach und müssen nicht quasi jede Zahl anschauen. Lieber Hermann, berichte ein bisschen von dir, von deiner Größe des Betriebes, was du machst, damit die alle kurz kennenlernen. Danke. Ja, danke Angelika für die Einladung auch. Und ich möchte gerne meine Nachbarin aus der Nachbargemeinde, die Hofer Maria begrüßen, die auch dabei ist. Sie ist noch mehr Bio-Pionierin als ich. Die haben da einen super Bioladen, wahrscheinlich den schönsten von Österreich. Da müsst ihr euch unbedingt einmal anschauen. Und was wir, also unser Betrieb im Gegensatz zur Elisabeth natürlich, vielleicht das kleinste Bio-Hotel der Welt und mit Landwirtschaft natürlich. Was wir aber schon haben oder uns aufgebaut haben in den letzten 20 Jahren, das ist bei uns regional ein ganz tolles Netzwerk. In der Bio-Heuregion, wo auch die Familie Hofer da sehr viel
Leistung gebracht hat, auch mit Bio Austria. Also wir sind sehr eng vernetzt, gibt sehr viele Projekte. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, das zu erzählen. Aber also, interessant wäre auch noch ein bisschen der Start der Geschichte mit diesem alternativen Nobelpreisträger, wenn du ja, da genau. kurz einpackst, weil ich glaube, es gibt so Points, ja, wo du sagst, hey, und in die Richtung gehe. Und das sind teilweise Menschen, die dich inspirieren, die dich vom Hocker hauen und du sagst, genau das will ich auch. Und du hast jemanden so kennengelernt und bei dir am Hof gehabt, ne? Genau. Also es war wirklich vor 20 Jahren, mittlerweile schon vor 21 Jahren, da haben wir mit unseren Nachbarn ein Öko-Kulturprojekt gemacht. Bei uns hinterm Haus ist also eine tiefe Schlucht, Teufelsgraben nennt sie das. Das ist wieder eine Geschichte, aber eigentlich ist der K-Graben etwas weiblicher und positiver. Die Kirche hat das einmal ein bisschen dämonisiert, aber das ist eine andere Geschichte. Und da haben wir ein tolles Projekt gemacht, da ist eine Mühle restauriert worden und das ganze Land hat da mitfinanziert. Es ist uns gelungen, alle an einen runden Tisch zu bringen. Sind Brücken gebaut worden und einige Betriebe da vernetzt worden. Und bei dieser, da gab es eine Veranstaltung, und wo wir die Alternativ-Nobelpreisträger aus der ganzen Welt eingeladen haben. Und da war ein amerikanischer Biobauer dabei, der hat aber ein paar tausend Stück Rinder gehabt und der hat auch ein Referat gemacht. Und da habe ich so zugehorcht und dann bin ich draufgekommen, ja, unsere Landwirtschaft ist bio, aber unseren Gästen geben wir konventionelle Lebensmittel. Ich meine, wir haben die immer gut gekocht, natürlich regional, klar, aber da ist man, wie ein Stromstoß war das, wir sind eigentlich nicht authentisch. Wir erzeugen Biomilch, wollen dafür einen mehr Preis haben, aber selber vermarkten wir, wo wir sehr viel verkaufen, im Bio-Hotel verkaufen wir, damals war es noch kein Bio-Hotel, verkaufen wir konventionelle Produkte und das passt ja nicht zusammen. Und da haben wir wirklich von heute auf morgen haben wir gesagt, wir machen das jetzt im Bio. Und wir haben wirklich von heute auf morgen haben wir gesagt, wir machen das 100% Bio. Und das war am Anfang sehr beschwerlich bei der Produktbeschaffung vor 20 Jahren, weil man ja als Hotelbetrieb von Frühstück bis Mittags- und Abendsmenüs und Buffets da Vielfalt braucht und die war damals noch schwierig. Heute ist, ich habe es ja schon mal gesagt, ein Kinderspiel bei der Beschaffung. Wir tun es leicht, weil wir ein kleiner Betrieb sind. Wir kochen das, was wir kriegen, was frisch gibt, regional und saisonal natürlich, tun uns wir als kleiner Betrieb viel leichter wie die Elisabeth. Das ist völlig klar. Aber wenn man umgeschalten hat im Kopf, dann ist das überhaupt kein Thema. Es gibt halt so viele Anbieter, also die ein Vollsortiment haben. Also da das heißt, du kannst deinen Gästen wirklich ein großes Sortiment anbieten, ja, alles, eine Vielfalt anbieten. Das war vor 20 Jahren noch nicht so. Genau. Und wie hat sich dein Kundenstock verändert dadurch? Wir haben immer noch die gleichen Stammgäste, die wir vor 40 Jahren gehabt haben, wo jetzt die damals als Kinder zu uns auf Gast waren, die kommen jetzt mit den eigenen Kindern. Und die sind sehr überrascht, dass wir diesen Zeitgeist haben, der was jetzt gefragt ist, und unseren Betrieb so umgebaut haben. Und da gehört auch das Bio-Thema dazu. Neben Bio machen wir natürlich auch viel kulturelle Geschichten und so. Das gehört auch dazu, das ist eine ganzheitliche Geschichte. Ich glaube, das ist wieder eine Kopfsache. Oder eine Lebensstilsache Bio. Da geht es ja nicht nur, dass ich jetzt mich gesund ernähre. Das ist, da muss man ja tiefer reinschauen. Klar, das ist ja ganz ein großer Kreis, den du da gezogen hast. Das ist der Mensch. Es geht um die Menschlichkeit, weil ja das Thema ist auch. Und der Mensch ist ein Teil der Natur. Und der Mensch hat aber eigentlich die Verpflichtung, die Natur zu schützen, nachhaltig zu wirtschaften, aufs Wasser zu schauen, auf die Tiere zu schauen, kein Leid verbreiten. Und der Mensch steht im Mittelpunkt. Wir sind eine Familie, die alle Familien dann gern gut essen. Und wir wollen das an unseren Gästen nicht vorenthalten. Und auch unser Personal, das ist jetzt nicht viel, weil wir sind ein Familienbetrieb,
Wir essen immer das Gleiche wie die Gäste. Das hochwertigste Essen, was man sich gerade vorstellen kann. Das ist eine Einstellungssache. Und ja, und mein Vater wird jetzt 84 Jahre, geht noch jeden Abend, macht er die Steuer, was er lernt. Er fühlt sich sauwohl, ist geistig, körperlich voll fit. Und er sagt, es gibt zwei Gründe. Das ist die Bewegung, was er hat, und das gesunde Essen. Und auch diese sozialen Komponenten. Das gibt so im Dorfgeschehen, in der Region, dass man da eingebunden ist und auch was weiterbringt, welche Projekte macht. Das macht irrsinnig viel Spaß, wieder neue Dinge zu machen. Ja, das ist so. Das ist so die Einstellung dazu. Und da kommt jetzt gerade, vielen Dank mal, Hermann, da kommt noch eine Frage von meiner Seite. Das ist ja ganz schön. Es ist ja sehr, ich sag mal, auch Rudolf Steiner im Sinne von, wenn du dich gut ernährst, diese große Schule, dann können auch deine Gedanken gut sein. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, ja. Und wenn du auch dienst, ja, sozusagen, wenn du wirklich der Natur dienst, wenn du deinem Nachbarn dienst, den Menschen dienst, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber ich finde das Wort mittlerweile auch schön, wenn wir das gar nicht mehr tun, ne? Wir sind egomanisch, wir machen eigentlich nur das, was uns taugt und kaufen wir das, was man braucht von irgendwoher. Und anstelle, dass man wieder sagt, okay, ich diene meiner Umwelt, aber sag, Umwelt ist ein Teil von mir und ich kopsle mich nicht ab und das ist das, was du in diesen 20 Jahren offensichtlich geschafft hast. Und deswegen die extrem passende Frage von der Elke jetzt dazwischen, ich möchte die jetzt reinwerfen, an beide, nämlich an Elisabeth und an den Hermann und auch an den Wolfgang. Und zwar, es ist ja nicht immer, weißt du, wenn man eine eigene Überzeugung hat, ist das super und dann kann man quasi mitreißen. Wie reagieren die Mitarbeiter drauf? Elisabeth, du hast einen riesen Mitarbeiterstock, ja, und wahrscheinlich Wolfgang, du auch. Darf ich jetzt einmal Elisabeth fragen? Ich komme nochmal wieder zu dir, Hermann. Wie hast du deine Mitarbeiter mitgerissen? Das ist die Frage von der Elke, gell? Ist das richtig, Elke? Ja, also die Mitarbeiter arbeiten sehr gerne bei uns. Also wir haben Mitarbeiter, die seit über 20 Jahren auch bei uns sind und die sind mit gezogen worden, kann man irgendwie sagen, die haben das gar nicht so registriert. Sie haben dann eigentlich durch die neuen Mitarbeiter dann gemerkt, dass die auf das Wert legen, dass wir eben auch alles in Bio und nachhaltig ist. Also für den Mitarbeiter, der bei uns war, der hat das teilweise schon auch die Nachhaltigkeit, also sei es jetzt den Müll richtig zu entsorgen, das haben wir schon vorher gemacht, bevor irgendwas war, dass wir sehr wenig Speisenreste haben, das war so. Also für den Mitarbeiter war, außer dass es ja zertifiziert war, für den, der schon da war, nicht viel anders. Für die Neuen war es dann ein Punkt, wo ich gesagt habe, da will ich arbeiten, weil das taugt mir. Und das ist für mich wichtig und da kann ich das auch lernen. Wie wird das genau gemacht? Ne? Wie wird geschaut, dass also keine Lebensmittelreste sind, dass das auch geschmacklich sehr wertvolles Gut ist, dass man also eine Kartoffel nicht nur als Kartoffel sieht, sondern dass der ja mal gesetzt worden ist, dass der ausgegraben worden ist, dass der verpackt worden ist, dass da sehr viel Liebe drinnen steckt. Und das haben wir ihnen auch mitgegeben. Und auch wenn sie die Verpflegung bei uns haben, dann sage ich auch, nimmst du das am Teller, was essen kannst. Das war ja früher in den Familien ja üblich, dass man den Teller aufgegessen hat. Und so sage ich es halt auch den Mitarbeitern. Also es muss so angerichtet werden, was ihr gern esst und für den Gast auch, dass er es gern essen kann. Und wenn der Koch dann einmal in die Abfahrt schauen kann, dann sieht er, was der Gast vielleicht nicht so will. Ne? Alles klar, das heißt, wirklich mit deiner Überzeugung hast du die Leute schon von vornherein mitgerissen, Elke. Ich glaube, bei der Elisabeth kommt man aus der Energiewelle gar nicht. Weißt du, da hast gar keine Chance. Das ist in oder kick it out. Ne? So. Ja. Warum, ich sage immer, warum machst du das jetzt? Oder warum packst du das jetzt dreimal ein in ein Papier, in ein Sackerl und dann noch in einen Karton? Muss das sein? Oder Gemüselieferanten, warum ist die Quoten verpackt? Wir wollen das nicht gerne extra haben. Für einen Tag aus und die Leute kapieren es. Kurzfassung. Für die ist das so normal, du brauchst es nicht rechtfertigen. Wir sind ja noch immer dabei, dass wir Bio rechtfertigen. Ja? Das ist ja, dass wir sagen, okay, dieses System, was momentan da ist mit Glyphosat und so weiter, kurze Geschichte von meiner Seite, ich komme aus einem produzierenden Pflanzenbaubetrieb seit 1946. Mein Opa hat das aufgebaut, mein Vater hat das mit dem Blumenkistel übernommen. Und wie ich dann gesagt habe, nein, ich schaffe das nicht mehr, weil da braucht man so viel Chemie, bis man die Pflanzen hochzieht. Und habe dann den Betrieb geschlossen und mir auf andere Beine gestellt. Und jetzt da machen wir eben Biogemüseanbau. Habe ich gesagt, bei der Umstellung, Fatih, es wird nichts mehr, kein Roundup, nichts mehr. Ne? Wirklich von heute auf morgen hat er sich hingestellt, hat er zum Zupfen angefangen. In der prallen Sonne, in der prallen Hitze ist er gestanden und er zupft, weil es war wieder ein Booster mit Gästen, die bei mir eine Führung machen. Ne? Und dann stellt er auf,
die Sun hasst ihm eine, er ist total grün und dann sagt er, also Angelika, mit Roundup war das Leben einfacher. Buckt sie wieder oben und tut weiter. Also das werde ich nie vergessen. Großartig. Also es gibt auch diese Bilder, wo ich mir gedacht habe, natürlich hat er zuerst gesagt, du hast einen Huscher, ne? Wieso machst du das? Aber wir hätten diese Fehler hätten wir wirtschaftlich, oder hätte ich wirtschaftlich damals nicht überstanden. Diese Blumenproduktion ohne, also im Biobereich ist jetzt noch schwierig mit Torf, ohne Torf dann noch dazu. Das ist ein bisschen mein Hintergrund. Hermann, wie ist deine Erfahrung gewesen, beziehungsweise wie hast du deine Mitarbeiter, deine Leute begeistern können? Oder war das eh auch so? Ja, das war relativ einfach, weil. Und die skeptisch waren, es gab auch Gäste, langjährige Stammgäste. Da kann ich mich einer erinnern, aus Stuttgart, guter Freund von mir mittlerweile. Und der hat da, jetzt haben wir biozertifiziert. Bei uns gibt es jetzt nur, wie der dann gekommen ist. Ein Jahr, also vorher war es nicht bio und das nächste Jahr war es dann bio. Dann hat er die Nase gerümpft und gesagt, bio, der hat sich da was anderes vorgestellt, ne? Und dann ist er draufgekommen, dass der Schweinsbraten eigentlich nur besser ist und das Bio-Weißbier hat ihm auch geschmeckt. Und er ist heute ein überzeugter Bio-Konsument bei ihm zu Hause. Auch die ganze Familie und Verwandtschaft. Es war immer eine große Gruppe, das waren immer 15, 20 Leute, die da gekommen sind. Die haben mir alle überzeugt, dass das richtig ist. Und die leben das heute auch. Das heißt, auf der einen Seite Überzeugung und auf der anderen Seite natürlich pures Vorleben. Überzeugung, es ist einfach das Vorleben. Ich will überhaupt niemand überreden und schon gar nicht einen Wirt überreden, jetzt das Bio zu machen, weil mir das tun. Da muss jeder selber drauf kommen. Da kann man keinen überreden. Nur eins weiß ich sicher, es geht nur 100% Bio oder eben nicht. Zweigleisig funktioniert in der Gastronomie oder Hotellerie nicht. Also das führt zu keinem Erfolg. Die das probiert haben, haben alle wieder aufgehört und sind jetzt wieder konventionell. Alles klar, man muss natürlich dazu stehen. Vielen Dank. Die Elke schaut noch nicht so glücklich rein. Sie versucht noch ein bisschen eine Lösung zu finden für ihre Leute und ihre Umgebung. Wolfgang, kannst du vielleicht noch einen Wink geben und sagen, hey, was ich diese und diese Hürde hatte ich? Oder haben alle gleich gesagt, juhu, wir springen auf den Biogerstenzug auf? Im Ländle. Nein, das war nicht ganz so. Das waren sehr viele Zweifler da, ob das funktionieren kann oder nicht. Aber ich bin schon viele Jahre dran, an der Brauerei in CO2-Ausstoß zu reduzieren, in Stromeinsparungen, in allen möglichen Geschichten Richtung grüne Brauerei. Machen wir alles Mögliche. Und die Zertifizierung war, wie gesagt, schon eine ziemliche Herausforderung. Aber was dann wirklich schön war für alle Mitarbeiter, dass wir auch nach außen mal einen Output hatten. Also dass wir ein Produkt verkaufen konnten und überall vorweisen konnten, dass wir auch in diese Richtung sehr viel machen und sehr aktiv sind. Und nicht immer nur Berichte, ja, wir haben da ein bisschen CO2 eingespart und da ein bisschen was eingespart, sondern jetzt konnten wir unserem Mitarbeiter was in die Hand geben, mit dem er zu seinen Kollegen und zu seinen Freunden gehen konnte und zeigen, so schaut's, wir haben das wirklich und das ist das Ländle, das vorarlbergerische Bier, das man machen kann, weil alles da und alles Bio. Sehr gut. Also wir wissen, es gibt auch Hürden. Wichtig ist die Überzeugung und dass man es ausprobiert. Und ja, ich glaube, Fehler machen wir alle als Unternehmer und das zeichnet uns ja aus. Wichtig ist, dass man wieder aufsteht. Ne? Es ist ja jedem schon mal passiert. Gell? Die Frage ist, wie man dann aufsteht und mit welcher Überzeugung. Super. Da, vielen Dank, liebe Gäste. Schreibt auf jeden Fall die Kommentare noch rein und ich darf kurz überreichen an den Georg. Ich hätte eine kleine Ergänzung, Elisabeth, betreffend. Ja, ich hatte die Freude, oft mit ihr zu reden und was ich wahrgenommen habe, ist, dass die Mitarbeiter teilweise im Einkauf schon nicht daran geglaubt haben, aber sie haben gesehen, das, was die Chefin macht, ist gescheit. Das heißt, das hat immer funktioniert und das war eine Vorbildrolle, weil Elisabeth, du hast schon öfter gesagt, der Einkäufer sagt, das geht nicht, das kriegen wir nicht und so. Aber du hast es immer vorgemacht und das war, glaube ich, deine eigene Klarheit, deine Überzeugung, warum du da immer so erzeugst, oder? Ja, es ist die Fragestellung, weißt du? Das ist, wenn der Mitarbeiter gefragt hat, was weiß ich, haben Sie jetzt Preiselbeeren in 2 Kilo Kübeln oder was, dann hat er gesagt, nein. Und damit war das für die Dame erledigt, dann hat er gesagt, nein, haben wir nicht und legt wieder auf. Ne? Dann habe ich es natürlich auch rübergebracht, sage ich, die Fragestellung ist, wir hätten gerne, wann können Sie uns das liefern?
Und dann haben die gesagt, na, wie viel brauchen sie? Dann war schon die Kette geschlossen. Dann ging es schon wieder. Mhm. Du, also apropos, die Fragestellung, also wenn ich muss das rüberbringen, was ich will. Ja, du trinkst jetzt aber kein Bier. Ah, das ist ein Kannenwasser. Also das ist diese Fragestellung, ich gehe jetzt in ein Sportartikelgeschäft und frage, ob sie jetzt Ski haben. Ne? Dann sagt er, nein, jetzt hat er keine. Ne? Aber wenn sie welche brauchen, dann muss ich sagen, ich brauche heute welche oder ich brauche dann oder dann welche. Ne? Also das ist vom Einkauf her immer zu fragen, ich hätte das gerne, vielleicht produziert es mehr für uns. Ne? Genau, also Angebot und Nachfrage. Da stelle ich jetzt gleich eine Frage, die echt aktiv. Ich glaube, Elke, du brauchst ein paar Sprungbretter bei dir. Gell? Das klingt fast ein bisschen so, hey, wie überzeuge ich meine Mitarbeiter? Wie kann ich Bayern überzeugen, sozusagen? Sie hat geschrieben, und ich bitte euch jetzt die Redner auch da ein bisschen mitzudenken, 1 Million Übernachtungen im Jahr, 60 Jugendherbergen in Bayern, nicht alle Küchenchefs sind davon überzeugt. Derzeit sind wir Komponenten, zertifizierte Gäste erwarten eine billige Unterkunft und wir wollen Qualität bieten. Was tun wir da? Wie gehen wir das an? Das sind ein paar Fragen von der Elke. Wer möchte dazu auch was sagen? Ich glaube, Georg, das muss ein bisschen aufmachen jetzt. Wer eine Idee dazu hat oder wer quasi ein Statement dazu hat. Ja, gerne. Es sind ja ganz interessante Leiter, Christian Stadler etc., wo das Thema Bio einmal ganz am Anfang ein Thema war. Also ich glaube, viel Schwarmintelligenz kann da entstehen in der Runde. Ja. Gerne. Danke, weil ich angesprochen wurde. Sage da kurz was dazu. Also der große Profi bin ich nicht, was jetzt die Gemeinschaftsverpflegung und Jugendherbergen anbelangt. Aber ich denke, dass ja, spielen die Personalkosten dort wahrscheinlich eine hohe Rolle und es gibt auch im Bierbereich immer mehr Convenience-Produkte, die dann helfen, Personalkosten zu sparen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, die Sache anzugehen und billige Unterkunft, also halt einfach auf die Kosten zu schauen und da ein bisschen der Nachfrage und dem Kostdruck etwas entgegenzukommen. Aber das ist halt nur einmal so meine Idee. Natürlich in der Jugendherberge geht es meist, also wenn ich mich erinnere, wie ich jung war, ja, da wollte man halt weit wohin, um die Gegend kennenzulernen, die Stadt zu sehen, was auch immer, und die Nächtigung sollte jetzt nicht das Vermögen kosten. Ja, ich glaube dass dort schwierig ist. Das ist sicherlich etwas anderes in der Luftburg, da gehe ich nicht hin, weil ich jetzt mit einem ganz schmalen Budget halt geschwind was zum Essen haben will und die Qualität spielt nicht die Rolle. Ich glaube dass da eine Jugendherberge stärker gefordert ist, sich was einfallen zu lassen. Was mir einfällt, vielleicht mit einem vorgekochten Convenience-Produkt, wo man bei den Personalkosten ein bisschen sparen kann. Aber der Profi bin ich nicht. Das war jetzt meine Meinung dazu, Georg, weil du mich direkt angesprochen hast. Vielleicht gibt es noch ein Statement dazu. Ja, Elisabeth. Ja, also danke, da ist es so, Christian. Ganz, ganz gut ausgesprochen, es sind die Personalkosten. Also es hängt nicht davon zusammen, ob der jetzt Bio oder nicht Bio ist. Das ist bei uns zum Beispiel auch so, die Personalkosten bleiben gleich. Und wenn das Produkt jetzt, vielleicht kann man jetzt sagen, eine Spur, vielleicht nicht immer, aber manchmal teurer ist, im Fleischbereich ist es so. Aber Kartoffeln kosten die Bio oder nicht Bio. Also wenn ich gute Kartoffeln haben will, kosten die nicht Bio auch schon einiges an Geld. Und das sind in Wirklichkeit die Personalkosten. Und da kann man, also wir sind auch jetzt dran, das steht glaube ich heute sogar in der Kronenzeitung drinnen, dass also die Gemeinschaftsverpflegungen mehr Bio-Anteil haben sollen und dieses Halb-Halb ist halt auch noch nicht so richtig, aber wenn sie ein bisschen im Fleischsektor kürzen, dann kommen sie budgetmäßig hin, weil der Mitarbeiter bleibt gleich und im Convenience-Bereich gibt es schon sehr, sehr gute Fertigprodukte und die Bio sind. Es ist ja dieses Umdenken, das fehlt noch. Es hat wirklich jeder im Kopf, dass das Bio teurer sein muss. Und das da darf ich gleich diese Frage in den Raum werfen, die mir schon im Vorfeld gestellt worden ist, Herr Elisabeth. Wie hoch sind in etwa die Mehrkosten für die Bio-Essenseinkäufer relativ? Kennst du kurz also im Fleischbereich, Hermann? Im Fleischbereich ist es sicherlich, dass du heute ein
nicht Bio-Huhn um 2 Nellen, wenn du kriegen kannst. Und bei dem Bio-Huhn bist du dann schon bei 12, 13, 14 Euro. Also da ist schon ein Unterschied. Aber es ist auch in der Pfanne ein bisschen anders. Also du kannst jetzt ein Huhn nehmen, ein ganz ein billiges. Das hast dann eine Taube im Rohr, ja, wenn du es fertig hast. Und das muss man auch sehen. Das schaut im Supermarkt groß aufgeblasen aus und ist nachher geschmacklich. Ist auch nicht viel dran. Das ist vielleicht vom Volumen her. Ich glaube, es wird viel gekauft und ist im Nachhinein Sichtskanner. Ne? Aber es sind die Personalkosten. Es ist wirklich, das muss man so sehen. Und wenn du jetzt in die vegane oder vegetarische Richtung gehst, dann kannst du sogar günstiger sein. Wenn du jeden Fleisch hast, das wird schon teurer. Ne? Aber das soll uns am Herzen liegen. Ne? Mhm. Wenn du siehst, wie Tiere gehalten werden, dann überlegt man sich das. Dann kommt da das nächste Gefühl dazu, Elisabeth. Ja, dann brauchst du einen Psychologen noch. Dann brauchst du einen Psychologen, ja. Richtig. Ja. Vor allem, wenn man dann in China diese Stelle auch, der wird dann richtig teuer, gell? Ja, der wird richtig teuer. Ja. Das ist ein gutes Statement. Hermann, wie ist es bei dir? Eben, wie hoch sind die Mehrkosten für den Bio-Essenseinkauf? So jetzt haben wir zwei unterschiedliche Betriebsgrößen. Wie ist es denn bei dir? Und gleich wie bei der Elisabeth natürlich. Das ist ja sehr angesprochen. Hühnerfleisch ist das extrem, teilweise das Fünffache, nur ich würde so einen Huhn nicht essen. Klar. Aber wir haben da so eine Idee entwickelt, wie wir das finanztechnisch lösen. Wir bieten ja mittags und abends jeweils 2 Menüs an. Eins vegetarisch, vegan oder eins mit Fleisch oder Fisch. Erfahrungsgemäß ist so bei Seminargruppen und so, auch Urlaubsgästen, dass sich das Vegetarische, wenn man das sehr gut macht und da ein bisschen kreativ wird mit vegetarischen oder veganen Gerichten, dass das gut ankommt und wir eigentlich vom Fleisch her nicht mehr so viel brauchen. Super spannend. Das ist natürlich auch die nächste Schiene, die diesen ganzen... Wir haben den gleichen Menüpreis für das Vegetarisch oder für das Fleischmenü. Und da haben wir jetzt einen Mischpreis und kommen da eigentlich ganz gut zurecht. Super, vielen Dank. Super, danke für den Hinweis. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Gespräch. Und Elke, wir haben jetzt vom Thomas Walker, hoffentlich Thomas Walker, liebe Elke, am besten mal bitte Herrn Stefan Michels aus dem Evangelischen Bildungshaus Wildbad in Rothenburg. Hast eh gelesen. Vielen Dank. Es läuft schon. Es ist die Vernetzung da. Schau mal, die Elke hat vor einer halben Stunde nicht gelächelt, muss man fairerweise sagen. Danke, Thomas. Und jetzt hat sie so 3, 4 Tipps bekommen. Genau, um das geht es ja in dieser Plattform. Das muss man so austauschen. Super, vielen Dank. Der hat viel Erfahrungen, wie du diese Hürde aus dem Weg räumen kannst. Vielen Dank, lieber Thomas. Super, super. Eine zweite oder eine nächste Frage, die im Vorfeld gekommen ist. Und zwar... Wie funktioniert die Lieferung durch wie viele regionale Biobauern oder kommt das alles vom Bio-Großhandel oder von beiden? Hermann, wie schaut es bei dir aus? Ja, Biobauern oder Großhandel? Ja, das ist beides. Wir haben sehr viele Lieferanten, viele kleine, die was eben saisonale Produkte anbieten. Es gibt zum Beispiel bei uns in der Region einen Spargelbauer. Bei dem kaufen wir natürlich den Spargel. Die Eier und so kommen von der Nachbarin, das ist klar. Aber man braucht, wenn man ein Hotel hat, dann braucht man diese Vielfalt. Man braucht Anbieter, die ein Vollsortiment haben. Denn sonst wirst du nur Zeit verbringen und Bestellungen schreiben oder telefonieren. Und das macht es natürlich einfacher. Aber natürlich, wir haben da Käsereien in der Nähe, wo wir natürlich direkt beliefert werden. Alles klar, das heißt, bei dir ist es die Mischung. Ja. Elisabeth, wie ist es bei dir? Also bei uns ist schon so, dass wir also von den Großhändlern, der dann mit den Bauern zusammenarbeitet, das von der Menge nicht geht. Es gibt ein paar Bauern, also wir haben auch einen Spargel, haben wir auch über einen Großhändler, also über einen Händler oder auch über einen Jöchlinger, über einen Bauern, aber der hat dann auch nicht immer die Mengen. Und beim Fleisch haben wir einen Rindfleischlieferanten, der also von dem wir das ganze verschiedene und das Rindfleisch kaufen, aber im sonstigen Bereich geht es nicht über, du brauchst das Vollsortiment. Ne? Wir schauen schon, dass wir mit den einzelnen Bauern zusammenarbeiten, aber das ist schwieriger. Das geht von der Menge her, schaffen es wenige. Dann nehmen wir ja das ganze Sortiment ab und das soll es auch nicht sein, weil sonst
nur auf uns dann konzentriert. Ne? Ja, super, vielen Dank. Die Gerlinde hat eingeworfen und möchte einfach dieses Thema auch, oder beziehungsweise das, was du gesagt hast, liebe Gäste, seit Jahrtausenden essen wir Menschen Bio, seit der Industrialisierungszeit nicht. Es ist ja eher, und jetzt ist das plötzlich, und dieser Fleischkonsum, der so, ich bin selber Vegetarierin und freue mich natürlich, dass ich jetzt wieder essen gehen kann. Es gibt vegane Gerichte, es gibt vegetarische Gerichte. Ich bin jetzt nicht mehr aussätzig, vor 20 Jahren war ich aussätzig. Ne? Was, du isst kein Fleisch, ne? Dass du ablebst. Ne? Und jetzt, und ja, natürlich, so ist es auch den Vegetariern früher gegangen. Ne? Ich war ja bei Vier Pfoten alles dabei. Ne? Du musst ja, wenn du in einer Jäger- und Gärtnerfamilie groß bist, es muss auch schwarzes Schaf geben, wo es kein Fleisch ist. Das ist einfach so, du brauchst ja ein Programm. Und die Gerlinde sagt eben, das ist jetzt da plötzlich, wow, und die Küchenchefs sind natürlich sehr fleischlastig und die ganze, wenn du die ganzen Kochbücher anschaust, ne? Es ist erst ja seit 5 bis 10 Jahren, dass man vegetarisch, vegan oder seit 15 Jahren so langsam schleichend, und das wird, liebe Gäste, auch immer mehr. Ne? Ein Fleischesser verbraucht das 36-fache an Fläche wie ein Veganer. Also das muss man sich mal vor Augen halten. Da ist schon was dran, und da ist auch wichtig, dass man auch da Rücksicht nimmt und diesen Trend auch einen Raum gibt. Und das machen ja viele, das merkt es eh, dass das gut ankommt. Ja. Vielleicht eins noch, Christian, haben wir ja einen Fachmann da. Meines Wissens decken wir in Österreich nur 20% des Gemüsebedarfs ab. Also eine riesige Ressource, wenn man bei den Bauern von bedarfsgerechter Landwirtschaft spricht, wäre das eine Ressource, und da ist viel, viel mehr möglich, als die Bauern glauben. Und das wären also unsere Ansätze. Christian, wie ist das? Diese 20% kann ich nicht bestätigen. Der Prozentsatz ist höher, und vor allem, das ist die ganze Statistik, die beinhaltet die Avocado genauso wie der Stangensellerie, der ja im Jänner aus Südafrika importiert wird. Also ich glaube, das heißt, man muss einmal diesen Import sich wegdenken, und dann haben wir in der Saisonzeit haben wir heimisch eine sehr gute Versorgung. Wir tun auch sehr viel exportieren, auch im Biobereich. Also wenn ich die Biokartoffel hernehme, dann denke ich mal, dass ein Drittel der österreichischen Produktion geht in den Export. Bei Zwiebeln sind es 10%, bei Karotte sind es wahrscheinlich auch 20%. Also so bei diesen Hauptprodukten tun wir auch im Biobereich exportieren. Und das ist eh okay, man darf über die Grenze schauen und man darf sich austauschen. Und ich bin auch der Meinung, dass man nicht jedes heimische Gemüse, Lagergemüse mit extrem viel Energie bis zum letzten Tag lagern muss, weil dann ist der CO2-Abdruck auch nicht in Ordnung, und es ist auch die Qualität nicht mehr der beste. Also man darf auch ein bisschen was importieren. Trotzdem, Anstrengungen unternehmen lohnen sich. Es ist im Bereich der Wintergemüse, der nicht geheizten Wintergemüseproduktion, da sehe ich eine sehr große Zukunft. Also da wird aus dem Freiland und aus der kalten Fohle im Winter wird viel herkommen. Das haben wir noch nicht mitbekommen. Also da wird sich einiges tun in den nächsten 10 Jahren. Ich bin auch der Meinung, dass sich an alternativen Gemüsen, die dann im Winter auf den Markt kommen werden, zum Beispiel Sprossen, nicht nur auf Basis der Munkbohne oder des Radieschens, sondern auch auf Basis der heimischen Getreide, da wird auch einiges kommen und da wird sich auch einiges entwickeln, und damit kann man halt klassische Importzeiten substituieren, und dann wird auch der Versorgungsgrad an österreichischen Produkten, an österreichischen Bio-Gemüsen steigen. Vielen Dank, lieber Christian. Du hast einen Namens, also es ist ganz, ganz relevant, was du sagst. Ich kenne es wahrscheinlich alle, die Morgentaugärten. Ich bin ein riesen Fan von dir, das, was du tust, weil du machst da Bildungsarbeit im höchsten Sinne, weil also mein Bruder und meine Schwägerin, nicht nur, dass ich natürlich einen Versorgungsgarten habe, aber sie wollten natürlich ihren Kindern einen kleinen Garten auch zeigen, und der Christian macht die Morgentaugärten an den Stadtränden und vermittelt damit irrsinnig viel Wissen, macht es sehr genau, und die Produkte sind gut und die Betreuung ist fein, und das ist so eine geile Community, weil ich gehe jetzt morgens und abends gießen, weil sie auf Urlaub sind, und treffe immer die Leute, und es ist immer sehr lustig, wenn wir die Kartoffelkäfer zerquetschen gemeinsam. Aber ist gut. Okay. Auf jeden Fall vielen Dank, Christian. Das ist auch wichtig, dass man das Wissen weitergibt und einfach die Leute auch teilhaben lässt an etwas Größerem wie diese Gemeinschaftsgärten. Ganz, ganz super. Du hast eine Namensgleicherin wie Johanna da, und das ist die Johanna Stadler von der Hammerschmiede. Dürfen wir dich aus Antering auch bitten, so ein Statement dazu abzugeben und uns ein bisschen deine Erfahrung mitzuteilen? Weil du hast auch viel Wissen. Es gibt keine Johanna Stadler.
Dann ist es die Ernestine. Das ist also, ja, wunderbar. Ich hab nur kein Bild. Macht nichts, wir hören deine wunderbare Stimme. Ja, nicht. Ja, ich bin ja bis jetzt nur in kleinem Ausmaß biotätig, weil ich nur das Bio-Frühstück anbiete. Das ist zwar hundertprozentig, aber ich halt auch Ausschau, wie es weitergehen könnte, ob man nicht vielleicht komplett auf Bio umsteigen könnte. Und das waren jetzt schon also ganz super interessante Berichte, die ich da jetzt gehört habe. Ernestine, was ist die Hürde für dich? Jetzt frage ich einfach so eine. Bitte? Was wäre die Hürde? Oder was ist die Hürde, wo du sagst, weil du sagst, es wäre zum Überlegen? Ja, das wäre vom Einkauf her. Aber da habe ich jetzt schon ganz, ganz wertvolle Anregungen gekriegt. Und auch von den Mitarbeitern her. Also wie man halt das ganze Konzept dann wirklich zielgerichtet umsetzt. Aber ich beschäftige mich jetzt jedenfalls. Ich kann nicht sofort eine Entscheidung treffen, aber es ist sehr interessant, dieser Aspekt. Super, wunderbar. Ernestine Stadler, herrlich. Gibt es eine Anmerkung, ein Statement dazu, wo ihr sagt, ah, das war jetzt interessant, das ist wichtig, das möchtet ihr noch weitergeben oder wirklich auch eine Erfahrung von euch teilen. Also ich kann es jetzt nur von mir sagen, wie gesagt, ich komme aus einem klassischen Produktionsbetrieb aber Blumenkistelbetrieb und habe das dann vom Gefühl und vom Herzen her nicht mehr geschafft, dass man so viel Chemie in so einen Topf einpumpt, dass der überhaupt überlebt und nachher irgendwo am Mittagstisch voll gespritzt steht. Ne? Das ist von, egal ob es jetzt der Weihnachtsstern ist oder die Balkonblume, die eh wenig mit der Biodiversität zu tun hat. Und ja, und die Leute, ich merke es jetzt einfach bei meinem Gartenbereich, die Leute fürchten sich vor der Gstätten, ne? So in die Richtung. Und wir verbreiten Natur im Garten und das ist natürlich auch eine große Challenge. Und ich weiß einfach, ich möchte eine Community aufbauen und deswegen stelle ich auch meine Infrastruktur zur Verfügung, wo wir einfach wirklich gute, wertvolle, nachhaltige Produkte anbieten und einfach so ein paar Minuten, bin ich fertig. Gut uns austauschen, sozusagen, was für uns relevant ist. Und ich habe jetzt auch einfach einen Visionszug drauf. Und der Gerhard hatte auch immer diesen Visionszug. Gerhard, das, ja, passt gut jetzt, oder Georg? Du bist ja auch ein großer Visionär und natürlich noch besser, wenn wir hören. Dankeschön, danke. Du, ich möchte ganz einfach nur Folgendes dazu sagen, warum geht ein bisschen Bio nicht? Weil es ganz einfach mit Überzeugung zu tun hat. Ich vergleiche das immer, wir leben heute in einer Zeit, wo alles ein bisschen Bio ist und die Spritzmittel werden immer feiner und genauer und wir tun ja eh schon sehr, sehr ökologisch alles machen. Also das sind ja alles, das sind Enten, das sind ganz tolle Werbebotschaften. Ich vergleiche immer gern Bio, das wir ja viel kantiger brauchen wieder. Ein bisschen Bio gibt es nicht. Ich sage immer, das ist wie schwanger. Ein bisschen schwanger gibt es ja auch nicht, weil die Zugangsweise eine andere ist. Der Biobauer düngt den Boden und die chemisch-industrielle Landwirtschaft düngt die Pflanze. Und das ist so. Und das kann man nicht verändern. Und wie sollte dieser Konsument oder Gast aufnehmen, wenn man sagt, das ist Bio, aber das ist nicht Bio? Das ist keine Überzeugung. Ich glaube, was wir brauchen, das ist diese Wertschätzung für Lebensmittel. Es wird immer im Billigeren geben, auch in der Gastronomie. Und wer fragt einen Handykauf heute zum Beispiel, was kostet? Das ist eine Marke, das hat mit Wertschätzung zu tun und vielleicht mit der Werbung bei den Handys. Also ich glaube, was wir brauchen, das ist Preiswahrheit, das ist Wertschätzung für Bio-Lebensmittel. Der Preis auf den Kassenzetteln in den Supermärkten, das ist kein wahrer Preis, weil irgendwer muss ja leiden. Es leiden entweder die armen Tiere oder es leiden die Menschen in der zweiten, dritten Welt oder es leidet die Umwelt, weil es noch keine Preiswahrheit gibt. Wir denken drüber nach, aber keiner traut sich's angreifen. Ich glaube, das hat mit Wertschätzung zu tun und Lebensmittel und das ist diese Idiotie, die müssen billig sein. Und 90% der Nahrungsmittel werden heute über 5 große Ketten abgesetzt. 90%, stellt euch das vor, 90%. Und wir sagen nur, na ja, aber
jetzt muss man sich das überlegen, was passiert denn dort? Da gibt es ja keine Wertschätzung für Lebensmittel. Da gibt es nur Aktionitis und Rabatitis. Und wie hast du schon, was nichts kostet, ist ja nichts wert und darum schmeißen wir es wieder weg. Und ich glaube, dort müssen wir raus. Wir müssen aus diesem Mengendenken raus, wir müssen in Qualität hinein. Und dann geht es uns allen gut. Uns und unseren Enkelkindern und wahrscheinlich auch der Umwelt. Ich stehe sehr dazu. Und wenn wir die Konsumenten dann auch noch im Boot haben, weil im Endeffekt sind die ja sehr mächtig. Ne? Die greifen ins Regal und dort, wo sie ins Regal eingreifen, dort wird es nachgelegt. Das heißt, wir als Konsumenten, wir bestimmen ja auch die ganze, ich sag mal, die Handelsgesellschaft oder was halt nachgelegt wird. Aber Angelika, aber die Konsumenten, die werden doch sowas von irre geführt und am Schwerter herangeführt und ihr kennt ja alle zusammen diese liebe Aussage der ganzen Bauernvertretungen, die heute immer nur mehr sagen, regional ist das neue Bio. Was heißt denn das regional? Ich sage immer wieder, weißt du, was das heißt? Das heißt, dass in der Region gespritzt wird und sonst nichts. Ja? Also das ist ja keine Qualität, kein Qualitätsbegriff. Und wenn ich die 25 Teilnehmer jetzt davor, was ist regional, dass der Vorarlberger wird sagen, na ja, wir sind in Österreich, das ist regional. Und ich sage aber, das sind 750 Kilometer, ja. Da bin ich auf der anderen Seite schon wieder am Schwarzen Meer. Also ich glaube, da wird sehr viel zerredet, ja. Für mich ist Vorarlberg regional, möchte ich dazu sagen. Aber ich glaube, wir müssen diese ehrliche Aufklärung beim Konsumenten betreiben. Aber wer macht das in Österreich? Das macht die Werbung. Die Kuh ist blau und die Milch kommt vom Biller. Ja, also wo das Ganze gestartet ist mit Geiz ist geil, ne? der Lieblingsslogan der Österreich, ich sag mal, der Menschheit allgemein, ist natürlich ganz, ganz schwierig. Richtig. Und wenn man sich das jetzt daher, was man vielleicht noch als Beispiel, weil ich wirklich darum auf die Spur jetzt gemacht habe, jetzt gibt es Biller Bio, da gibt es Teigwaren, ich weiß nicht um welchen Preis. Aber die kommen nicht aus Österreich, die werden gemacht in Modena in Italien, wo wisst ihr, wo der Hartweizen herkommt? Der kommt aus Kasachstan und wisst, was der Bauer für ein Kilo Hartweizen kriegt? 18 Cent für ein Kilo Bioweizen. Also das ist sowas von niederträchtig, möchte ich sagen. Aber gut, das macht jetzt Biller Bio. Und dann schreiben sie auf die Plakate, so einfach geht Bio. Ja, so einfach geht Bio. Da hat man einen Kabel hinten aufgekommen, der Video gelesen hat. Darf ich noch kurz? Also ich würde nicht meinen Mann verdrängen, aber nachdem ich jetzt da wahrscheinlich, wenn ich mich für die Bayerinnen dabei sein, also ich bin eine Bayerin. Und wir haben sicher auch natürlich das Bierbetriebe in Österreich und ich bin, wie gesagt, ganz in der Nachbarschaft von Hermann. Ich habe das jetzt sehr interessant verfolgt natürlich und was mir auffällt, ist, wir haben alle miteinander ein einziges Problem und das ist das Problem der Wertschätzung. Wenn ich, wie er gerade gesagt hat, Geiz ist geil, einfach als Werbung hernehme, was für mich ja furchtbar ist, allein schon vom Ansatz, wie ich gegenüber beim anderen nicht dann denke, ne? Dann frage ich mich auch, was haben die Leute für Einstellungen, wann können wir die Einstellung ändern, weil nur an dem knappern wir alle miteinander, ob das jetzt ein Wirtesatz, wir Bauern oder wir mit unserem kleinen mit dem Hofladen und so weiter. Wir haben mit der Moral, die Leute vertreten und mit dem teilweisen Extremismus, der dann auch wieder auftaucht, mit dem auch viele nichts zu tun haben wollen, weil das ist ja nicht zu steil sozusagen. Ich sage jetzt, da geht auch ganz eine nur noch Vegetarismus oder so und der findet es dann so gut und der andere ist dann so schlecht. Angemutet ist Umgänge schon in der Schule, in den Kindergärten und dann kann es aber nicht so sein, wie ich teilweise dann auch her. Und jetzt Viech ist schlecht und wenn ich Fleisch ist, ist so schlecht. Dann frage ich mich, wo unser Tourismus ist, als Bayern jetzt, wenn wir keine Kuh mehr haben, dann schauen wir uns in Salzburg an, wenn wir keine Kuh mehr haben. Ne? Das ist ich sage ganz extreme Sachen, damit man nachdenken kann drüber. Und die zweite Sache ist, bei uns sind jetzt ein paar Bauern, wir haben ja sehr viel Niederschlag und sehr viel von dem, was die Leute nicht wissen, wir sind Exkursionsbetrieb. Ich höre aus aller Welt kommen Leute. Und ich habe Leute ganz in der Nähe genauso und komme dann drauf, was mir die für Fragen stellen, die haben sie mit der Landwirtschaft wirklich noch nie beschäftigt, weil sonst würden sie eine Frage gar nicht stellen. Und da will ich damit meinen, Sachen zum Beispiel, die mit uns gar nichts zu tun haben. Wir haben so viel Niederschlag, also ich kann nicht das denken, was zum Beispiel bei Elisabeth in Wern ist. Ne? Wenn ich mir denke, wir haben 1400 sicher Millimeter Niederschlag und bei Elisabeth werden es vielleicht noch 400 sein. Ne? Und die Leute,
haben da aber immer das Bedürfnis, die Landwirtschaft in einen Topf zu schmeißen. Und die Bauern haben jetzt eigentlich, sage ich jetzt mal ganz extrem, genug von dem. Wir haben da deswegen viele Bauern sterben, glaube ich, auch weil Leid, weil viele Bauern irgendwo genug haben von der Gesellschaft. Ich glaube wirklich, diese Plattform ist, es geht da nicht ums Verschweigen. Jetzt, wir wissen ganz genau, worum es da geht. Es ist geil und die Leute wissen nichts von der Landwirtschaft. Dass in China Betriebe sind mit 450.000 Kieren, bei uns schränken sie sich auf, wenn 20 zusammen im Stall stehen, kriegen die Leute die Krise. Ne? Also, das sind Bilder, die wissen wir. Da geht es eher auch darum, dass man sagt, hey, welche positiven Beispiele geht es, weil wir merken jetzt einfach an Hermann und an der Elisabeth, hey, da ist der Zug, der Gastro, Bio, die machen, der Christian macht, ja, es sind viele dabei, die Ernestine ist jetzt quasi beim Umschwenken und da geht es darum wirklich, oder die Elke hat jetzt ein paar Tipps bekommen, dass wir wissen, okay, wie geht es in die andere Richtung, ja, das ist, wir wissen den Schaf, sage ich jetzt einmal ganz salopp, den wissen wir eh, worum es da geht. Ne? Da können wir da 100 Jahre drüber reden. Und wichtig ist, dass wir Beispiele haben, dass der Zug in eine andere Richtung geht. Ne? Ja. Genau, und der geht auch, das Problem ist ja genau das gleiche in der Gastronomie, als wir in allen anderen Bereichen die Lebensmittel verarbeiten oder anbieten, dass die Menschheit momentan auf dem Trip ist, Freizeit ist alles und da leistet man sich auch sehr viel. Ja. Oder Gastronomie oder einkaufen gehen. Ich glaube auch, man muss das vielleicht mehr hinumbringen in der Gastronomie, welche Qualitäten das man hat. Bei uns jetzt, wir liefern an verschiedenste Gastronomiebetriebe für Salat und die schreiben das dann auf, von wem der Salat ist. Und genau so was müssen wir in der Richtung machen, glaube ich, auch in der Gemeinsamkeit, dass man von der Gastronomie her, so wie die Elisabeth Gullerich gesagt hat, die Vernetzungen findet, dass zum Beispiel Genossenschaften dann wirklich in größeren Mengen spezielle Produkte produzieren. Sei es jetzt in den Kunstgebieten für Gemüse oder sei es jetzt auch in anderen Gebieten, wo man jetzt vielleicht doch ein Glashaus hinstellen kann und das Glashaus dann auch was anbietet in der Übergangszeit, wenn halt nicht Winter ist oder so. Ne? Also, und da ist das Bindeglied mir. Genau. Das braucht man einfach und da muss der Konsument aber aufgeklärt werden. Und das ist, glaube ich, auch die Wichtigkeit ist irgendwo auch, wir haben ja große Institutionen, ob das jetzt große landwirtschaftliche Institutionen sind und oder ob das jetzt ein Bildungsministerium ist, da gibt es ja Sachen. Also heißt das, wer geht das einmal an, wenn ich das so sagen darf? Wir nehmen das jetzt auf, gell? Wir wissen auch viele dieser Themen, mit denen wir da immer konfrontiert sind. Und wichtig ist, dass Menschen einfach mal drüber gehen und sagen, ich mache jetzt Bio und ich probiere das aus und egal welche Hürden sind, ich ziehe das durch. Ja? Und ich denke mir, also man kann ja natürlich auf der einen Seite mit Problemen anfangen und auf der anderen sagen, ich will das Bio-Siegel haben. Ja? Und nachher geht den Weg geradeaus und nachher mehr, ab und zu, ich habe das Gefühl, dann spürt man das andere gar nicht so. Weißt? Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr, was ich da meine, dann zieht sich das nicht so ab. Und deswegen ist ja diese Vernetzung da, dass wir diese positiven Beispiele haben. So, darf ich noch ganz kurz einen Lösungsansatz sagen? Bitte. Also natürlich immer, der beste Lösungsansatz ist das gute Beispiel, mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich möchte, ich hoffe, alle, die da anwesend sind, fühlen sich jetzt nicht angegriffen. Aber ich kenne so viele Biobauern, wenn man dort den Kühlschrank aufmacht. Schrecklich, was da drinnen ist. Schrecklich. Gebe ich dir vollkommen recht. Also, das ist kein Vorbild. Manches Mal ist Dummheit, manches Mal ist Unwissenheit. Aber ich sage das jedem, und das ist Schande, wenn man da oft reinschaut, die billigste Milch haben sie drinstehen. Aber selbst für Ihr Produkt... Wer hat Lösungsansatz? Der Lösungsansatz, mit gutem Beispiel vorangehen und bei jedem Bauern in den Kühlschrank reinschauen, bei jedem Biobauern, und zu sagen, warum hast du das? Ja? Und dann kommen vielleicht viele drauf, ich weiß nicht, was dann sagen, hat die Frau gekauft. Na, da muss man so der Frau auch sagen, dass sie bitte auch mit gutem Beispiel vorangeht. Weil das macht ja auch ein anderes Bild, wenn man Bio einkauft. Und ich glaube, wenn man ohne Biobauern Bio-Fleisch kaufen würde, dann war der Absatz schon mehr als 2% beim Schweinefleisch in Österreich. Wichtig ist, dass man von dem ausgeht, das, wo wir gestartet haben, liebe Gäste. Wir sind jetzt schon so 16:45 und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir genau diese Starterenergie mitnehmen. Es geht, wenn man einen Zug hat, da ist jetzt beim Hermann, vielen Dank für dein Beispiel
du bist am Weg, du bist on the road, du ziehst alle mit, die Leute, die Stammkunden kommen zu dir, schätzen dich nach wie vor oder sogar noch mehr und diesen Kreis hast du seit 20 Jahren aufgebaut. Genauso Elisabeth, du ziehst einfach an, du nimmst die Mitarbeiter mit ins Schaufenster, sagst, warum ist es da, du stellst kritische Fragen und nimmst alle mit, reißt alle mit, inklusive der nächsten Generationen, die diese Rieseninstitution wirklich gut bewirtschaften. Und ihr habt einen fantastischen Namen. Ihr seid weltweit der größte biozertifizierte Betrieb. Das ist unfassbar und macht uns natürlich auch total stolz, dass du da bist und dass du mitgesprochen hast. Und vielen Dank, Wolfgang, dass du einfach auf den Zug aufgesprungen bist. Da einfach Biogerste, wir probieren es im Ländle, wir tun. Ich rufe die Elisabeth an, ich habe die Mengen. Und das ist Fruchtbarkeit im wichtigsten Sinne. Ja? Dann geht es in diese Richtung. Und ich denke mal, wenn man, so wie ich tue, bei mir ist einfach ist ein Bio-Anbau, es wird Biogemüse angebaut. Der Christian von den Morgentaugärten lädt auch schon ganz viel davon vor und gibt Wissen wirklich an junge Familien weiter, die auf diesen Zug auch aufspringen wollen. Es ist eine kritische Masse da und die dürfen wir auch erreichen und die dürfen wir mitziehen in diesem Gedankengut, was wir hier aufgebaut haben. Und das Schöne ist, diese Plattform ist da, genau was du auch gesagt hast, dass wir einfach Gemeinschaften finden, vielleicht größere Produktionsbetriebe, dass einfach Produzenten da sind, die für uns verfügbar sind. In diesem Sinne, ich gebe jetzt das Wort noch an den Georg weiter und gut. Der Start ist gelungen. Sozusagen. Danke, Angelika. Ich bin immer nervöser geworden, weil ich so viele Chancen sehe, was unsere ganz große Herausforderung ist. Und das ist, sage ich so, die Kraft des alten Systems. Wir haben noch keine Kommunikationskanäle. Und über diese Ökonomie der Menschlichkeit, wenn ich das nochmal, und ich habe noch eine Minute, wenn wir pünktlich lösen wollen, diese Wegbereiter, Luftburg, Adamar, Nikolaihof oder eine ganz spezielle Bank, Anreika, die alles anders macht, in Österreich oder Wörle mit Wildbienenprojekt, viele sind unsere Branchensprecher, die geben immer Impulse und über diese Branchensprecher, Wegbereiter, wollen wir tausende Wegbegleiter schaffen. Und dann haben wir auch Kraft, dann haben wir auch Kommunikationskraft und was halt der Riesenpunkt ist, diese Verbindung Erzeuger, Konsumenten, die sind vom Handel mehr und mehr getrennt werden, drum eben die lila Kuh und all die Sachen. Und die können wir nur aufheben, wenn wir das eigenschaffen, wenn wir gute Beispiele bringen. Und eine Gemeinde in Niederösterreich, und da ist eine Dame heute dabei, wir wollen so nicht kommunizieren, weil wir gerade in die Gespräche sind mit der Gemeinde, aber die will wirklich die ganze Gemeinde biologisch umstellen, so wie mit Malz, aber nicht mit einem Gegenwind, sondern wirklich mit Tourismus, mit Einbindung. Und das wären dann Beispiele, wo man hinfahren kann, wo man das sieht. Und das, glaube ich, ist so wichtig, weil kleine Zellen gibt es ja schon viel, aber wir dürfen uns finden und das ist die Ökonomie der Menschlichkeit. Und wenn ihr so lieb seid, das weiter kommuniziert, menschlichkeit.jetzt als Wegbegleiter dabei seid, wir brauchen die Kraft der vielen. Die Chance ist definitiv da und es liegt an uns, das zu schaffen. Aber noch einmal abschließend gesagt ist, es braucht wirklich den Zugang zu den Menschen, und das hat mir heute ein bisschen gefällt, wenn ich etwas zu mir nehme, ein Lebensmittel, dann sollte ich ja eigentlich schauen, was macht das mit mir? Dient mir das, gibt mir das Kraft, das ist eine Tankstelle, baut mir das auf oder schadet mir das, bin ich dann nicht und so, der Körper gibt das Signale oder bald der Bremel habe ich vor ein paar Tage getroffen, der macht aber so einen kinesiologischen Test, ich brauche nur testen, tut mir das gut und dieses Wissen wird an Schulen und nirgends unterrichtet und das liegt an uns, wir sind gefordert von unten zu verändern und wir haben einige Pioniere, ich bin voll dankbar, was sie da einbringen und das darf jetzt mehrheitsfähig werden und das wird uns gelingen, definitiv. Gut, danke, eine Minute überzogen. Ganz alles im für den heutigen Tag. Danke, Angelika, alle Beteiligten und alle, die mitgewirkt haben. Alles in bester Ordnung. Danke, das war jetzt noch ganz wichtig, liebe Gäste. Und ich glaube, wir brauchen Pioniere, wir brauchen Leute, die Stimme auch für uns oder für das großheben und die dahinter stehen natürlich auch. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, so zum Abschluss jetzt von meiner Seite noch, ich denke mir immer als Unternehmerin, ich habe auch noch ein Reisebüro, wo wir den Leuten einfach Permakulturgärten und viele schöne Gärten zeigen. Und das hat jeder zu mir gesagt so am Anfang. Na, du stellst jetzt auf Bio um, du sperrst deine Gärtnerei zu und jetzt machen wir ein Reisebüro. Das klappt alles nicht. Ne? Und ich denke mir immer als Unternehmerin, wenn so der Wind des Gegenwindes weht, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann eine Mauer aufbauen oder ich kann ein Windradl bauen. Und für jeden ist das Windradl anders. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, dass wir das als Unternehmer uns vor Augen halten, kann eine Mauer aufbauen
oder ich kann mich für etwas anderes entscheiden. Und es ist schön, dass ihr dabei wart, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, es war für jeden ein Impuls dabei, in diese Richtung zu gehen. Das Gefühl, ja, also als Unternehmer oder Unternehmerin, und dieses Gefühl, dieses Bio in der Gastro überhaupt einmal groß oder noch größer werden zu lassen und vielleicht auch mit dieser Gruppe eine Community zu finden, wo man sich dann aufpassen kann. Das Schlimmste ist, wenn man allein ist. Ne? So wie der Hermann gesagt hat, es ist wichtig, dass der Austausch, dein Vater, wie er sagt, dieser soziale Austausch, und wir müssen uns austauschen, liebe Leute, weil dann können wir uns auch ganz gut unterstützen. Und ich glaube, das macht ein gutes Gefühl, um mit der Elisabeth ihrem wichtigsten Wort zu enden. Und ich glaube, der Georg sagt jetzt auch noch was. Ich danke euch. Weil es um die Menschlichkeit geht und in dieser Allianz, mit der Menschlichkeit geht es auch um den Menschen, nicht nur um die Rolle, sondern wer ist die Angelika über ihre Rolle als ORF-Reporterin und Gärtnerin, sondern wirklich, Gerald Hüther sagt immer, wir sind objektbezogen, aber es gibt nur ein Subjekt. Und das wird uns so gut tun, dass man einfach einmal sein darf, nicht funktionieren muss. Und das, glaube ich, ist auch das Spannende, was uns in der Zeit, wo der Druck immer größer wird, extrem gut tut. Und da haben wir auch Impulse mit Mentoren, Wegbereitern, wo wir einladen, Weltenwanderer, der Gregor wird einmal dabei sein. Das wird am Samstag um 6 bis 7 in der Früh sein, ab 24. Juli. Und dann darf das am Wochenende wirken. Und wir dürfen wirklich selbst das Leben tiefer lernen. Und das kommt nicht von nirgends anders als von uns selbst. Super, ich glaube, das waren die abschließenden Worte. Liebe Gäste, schön, dass ihr da wart. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke, Georg, für alle, die organisiert haben. Danke, Hermann, danke, Elisabeth, danke, Wolfgang, dass du dich eingeschleust hast, und auch die Gäste rundherum. Schön, dass ihr da wart. Danke, danke.